Chips. Also mit diesem ersten Schwung an Chips will ich jetzt diese komischen Dinger herstellen. Warte. Was wollten wir jetzt bauen? Importer und Exporter, oder? Basic Export Bus. Genau, dafür brauchen wir ME Interface und dafür brauchen wir die Conversion Matrix. Diese Conversion Matrix, die würde ich gerne jetzt einen ganzen Haufen davon herstellen, wir davon nicht immer wieder welche herstellen müssen. Fluix das, davon haben wir nicht mehr so viel. Können wir jetzt aber herstellen? Ja, können wir. Plastik, das, das. So, nicht alles. Ich hätte gerne immer einen kleinen Vorrat von den ganzen Rohstoffen. Aber das sollte erstmal reichen. Zertus-Quarzkristalle werden ein bisschen mau. Aber da können wir die ja wieder benutzen für. Das passt schon. Also, du in der Mitte. So, so. Oh, Eisen. Zwei Eisen. Okay. Jungs, schmeißt mal ein bisschen mehr Eisen rein. Eisen. Eisen. So. So, 24. Sollte nicht legieren. Rein damit. Elektrum kann auch raus. Gold, Gold. Das passt. Ja, also. Redstone, Eisen und Glas. Das wird immer, immer schlimmer werden. Das heißt, ich denke, wenn ich jetzt so weiterbaue und nur mit dem ME-System arbeite für eine Weile, haben wir einfach keine Rohstoffe mehr. Das heißt, ich muss mich demnächst auch mal wieder auf was anderes konzentrieren. Wobei ich noch nicht so wirklich wüsste, was. Wir könnten versuchen, irgendwie ein Metall zu bekommen, um die hier wieder abzubauen. Ist ja doch ein wenig peinlich. Oh, unser Werkzeug, das gute Werkzeug ist ja auch weg. Hatten wir da Ersatzköpfe irgendwo hingelegt? Nee, ne? Aber wie geil, wir können die ganzen Deko-Sachen wegwerfen. Ja, komm her. Lalalalalalala. So. Runter. Einfach ins System mit euch. Und ja, ich hätte sie auch ins Void schmeißen können, aber ich schmeiß ungern Sachen weg. Und so sind sie da, aber auch nicht da. Das ist ein super Zustand. Zack. Oh. Ja, ich werde es definitiv schaffen, das System sehr schnell vollzumüllen. Mit den ganzen unterschiedlichen Baumsorten, die ich jetzt hier gleich reinwerfe. Könnte schon mal sehr interessant werden. Aber wir werden später alles vorrätig haben. Definitiv. Das kann rein. Und inzwischen müsste auch das Eisen eingeschmolzen sein. Ja, schön viel Eisen. Also, Eisen raus, Eisen raus. Elektrum raus, Elektrum zerlegen. Und dann stellen wir gleich die ersten Exporter her, damit ich euch mal zeigen kann, wie das so funktioniert. Also, Härte. Härte, genau. Genau. Müsste noch mehr da sein, hm? Ja, 29. 9, 18, 27. Und hier weiter. Also 4 Eisen. Redstone, Redstone, Niederquarz. Das und das. Falsch rum? Conversion Matrix. Oh, Fluix Dust, kein Redstone Dust. So, 8 Stück. Zack. Sehr gut. Wofür brauchen wir dich? Wir brauchen dich primär. Das Ding ist übrigens für Sugarcane super. Die ME Transition Plane sorgt nämlich dafür, dass der Block, der vor ihnen ist, abgebaut wird und ins ME-System gesaugt wird. Das heißt, wenn wir auf Blockhöhe 1, sagen wir mal hier, einen Sugarcane hinsetzen und auf Blockhöhe 2 das Ding hier hin und der Sugarcane wächst, wird er eingesaugt, weil er ja vor dem Ding ist. Dann wächst der Sugarcane wieder dahin, wird wieder eingesaugt. Und so kriegt man nach und nach unendlich Sugarcanes. Sehr schön. Aber nee, wir wollen das hier haben, ein ME-Interface. Dafür brauchen wir Kabel, Glas und noch mehr Eisen. Wir haben jetzt schon unser ganzes Eisen verbraucht.
Kum, kum, kum. So. Wieder vier. Machen wir einfach so. Rechte Maustaste. Da so. Sieben Stück. Bauen wir erstmal sechs. Die restlichen Ressourcen hätte ich eigentlich ganz gerne. So. Und jetzt hätten wir damit gerne einen einfachen Exporter. Exporter Basic. Es gibt da verschiedene Varianten. Der Basic soll uns erstmal reichen, weil er eine Sache aus dem System exportiert. Also du, Shift, Linksklick. Will er nicht. Oh, wir haben keine Pisten. Toolkiste. Pisten. Da. So, jetzt aber. Das war Pisten da. Dich da. Export. Eisen und Kabel. Kabel. Kein Eisen. Pisten. Zwei Exporte hätten wir schon mal. Die packen wir jetzt hier unten. Daran. Also Kabelhopping. Hoch. Wzz. Da soll's ran. Hopp, hopp. Und hoch und hoch. So. Du bekommst jetzt hier einen Exporter. Ich brauche einen davon. Dann klicke ich hier rechts rauf und sage da. Bitte exportiere in das vor dir liegende Element, also den Planter, alle Setzlinge, die wir haben. Also alle, oh, Setzlinge. Nicht da lang. Hier lang. Ding. Und ich stehe im Weg. Geht das so? Ja, sehr schön. Das heißt, wenn wir jetzt die ganzen Setzlinge hier rausnehmen und sie unten ins ME-System reintun. Alle. Ting, 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 ting. 400, da. Ihr seht schon, dass sie es runterrattert. 440, 430 und so weiter. Das heißt, der exportiert jetzt alle in den Planter. Man kann auch Sicherungen einbauen, dass er nur eine gewisse Anzahl an Setzlingen da reintut. Und ihr könnt hier sehen, dass das erste Ding schon ein Warnsignal von sich gibt, nämlich Orange. Es hat nämlich keine Types mehr frei. Aber wir haben hier noch genug frei und da noch genug frei. Also Platz ist noch genug da. Und die Chips herzustellen, wie ihr gesehen habt, ist ja auch nicht so schwer. Wir brauchen nur mehr Eisen. So, also das war schon mal Teil 1 des ME-Systems. Und von hier aus können wir die Kabel jetzt einfach weiterführen. Und zwar darum. Und das da. Wir können es direkt von hier rausziehen. Wir würden dann da bei dem Harvester oben einfach einen Importer ransetzen. Das heißt, es nimmt die Sachen vom Harvester und importiert sie ins System. Und zwar alles. Also wir brauchen nicht 5, 6, 7 Barrels für alle Ressourcen, die da sind, sonst wird einfach alles eingesaugt. Aber wir sollten vorher den Harvester so umbauen, dass er da steht, wo er auch wirklich endgültig stehen soll. Und dafür reißen wir weiter hier das Ding ab. Weil ich hatte mir überlegt, dass der Harvester hier auf die Seite kommt, weil von hier aus nichts mehr zu tun ist. Oh, und das. Und da gerade ein Enderman? Nein. Das Ding sollten wir unbedingt am ME-System anschließen. Dass es hier einfach das Ganze raussaugt. Haben wir da unten schon einen? Nö. Wir brauchen da unten auch noch eine Plattform. Weil dann einfach die ganzen Sachen automatisch eingesaugt werden. Was ja doch schon recht praktisch ist. Ah, genau. Dann können wir das Monsterfleisch da automatisch einsaugen. Und das Monsterfleisch dann da automatisch rausspucken. Und so automatisch Dirt herbekommen. Und ja, das geht richtig gut ab. Und hier brauchen wir auch einen Harvester. Weil wie ihr sehen könnt, haben wir schon das erste Weizen über. Rechtsklick, rechtsklick. Können wir ganz viel Toast machen. Ein bisschen Abwechslung zu dem ganzen Melonensaft. So. Genau. Ja, also jetzt beginnt eine neue Zeitrechnung der Automatisierung. Aber das bedeutet sehr viel umbauen, sehr viel abreißen, sehr viel neu bauen. Die ganze Wand werden wir nicht mehr brauchen. Was ja schon ein wenig schade ist.
hat ja schon ein bisschen Nostalgie wert. Und man hat auch ein bisschen bessere Übersicht durch die Wand, finde ich. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so greifbarer. Mit dem ME-System ist einfach alles da und nicht da. Aber hier sieht man wirklich auf der Wand, davon sind so und so viele Stacks da. Ich muss nicht erst durch irgendein ME-System durchscrollen. Ich kann einfach meine Maus bewegen und sehen. Aha, da ist Ember. Aber ja, Geschmackssache. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nützlich. Und ich werde jetzt... Mehr Kabel werden wir herstellen müssen. Also brauchen wir mehr Glas, also brauchen wir mehr Sand. Haben wir noch Sand? Ja, zwei Stacks, sehr gut. Hoch. Wir brauchen Glas. Wir brauchen Glas. Und Kohle anscheinend. Kohle, dahin. Kohle. Du raus, du rein. Du mach mal. Du kriegst auch noch Sand. Gut, also meine nächsten Schritte wären, ich baue jetzt mehr Kabel. Viel mehr Kabel. Damit wir alles verkabeln können. Dann reißen wir den hier schon mal ab. Wirst du gespeichert mit dem Sludge drin? Ja, wirst du. Stackt ihr dann auch? Ja, sehr schön. Also Open Blocks sind echt super, da kann man nichts gegen sagen. Also wir werden nach und nach das hier alles abreißen. Werden den Harvester dann mittig hier hinstellen. Und von unten... Ja, das Setup muss ich mir noch überlegen. Also es braucht ja Strom. Im Idealfall von unten, damit man es nicht sieht. Es braucht aber auch einen Importer. Der wird dann wahrscheinlich hinten sein. Ja, der Importer wird hinten sein, der die ganzen Sachen rausnehmen, die da sind. Dann brauchen wir auch noch einen Flüssigkeitsimporter. Das gibt es nämlich auch. Dafür brauchen wir aber auch Flüssigkeitschips. Weil wir können jetzt nicht Wasser oder Öl oder Sludge einfach in so einen Computerchip reinpumpen. Da brauchen wir extra einen Flüssigkeitschip für. Kann ich mal kurz gucken. Storage. Das sind die Dinger da. ME1K Fluid Storage. Brauchen wir Zertus-Dunks für. Da brauchen wir Quarzglas für. Da brauchen wir Quarz und Glas für. Also ja, wieder Glas. Das ist, Ihr seht das Muster. Ja. Oh, Eisen. Eisen haben wir gerade nichts. Kurzes System vollballern. Du kriegst Kohle, Holz, Samen, Setzlinge, komische Obsidian Bricks. Das. Tanks voll mit Sludge. Pulverized Tin Ore. Und das war's auch schon. Den Rest brauche ich direkt oder indirekt. Ah ne, Elektron brauche ich nicht. So. Hoch. So. Eisen. Da sehe ich Eisen, da sehe ich Eisen. Gib mir ganz viele Eisenblöcke. So. Rein da. Also Glas kriegen wir jederzeit hin, wenn wir beim Pulverizer einfach Kobbel reinhauen und Kies reinhauen, dann passt das. Eisen kriegen wir auch relativ regelmäßig. Was mir momentan ein bisschen Sorgen macht, ist das Redstone und die Quarzkristalle. Also wir kriegen ja diesen Quarz, das hier, raus und wir können aus dem einfach so die Quarzkristalle machen. Aber auch das geht nicht so schnell. Vom Silikon ganz zu schweigen, dafür müssen wir entweder das da einschmelzen oder die da häckseln und dann einschmelzen. Aber, ne, auch davon ist nicht mehr so viel übrig. Nicht mal ein Stack. Und ich habe noch nicht mal angefangen, richtig loszulegen, was die ganzen E-Sachen angeht. Das heißt, ja, wir haben diese Folge auf jeden Fall die Grundlage geschaffen für das ME-System. In den nächsten Folgen werden wir das noch ein kleines bisschen ausbauen. Aber echt nicht viel, nur hier den Harvester und den Planter. Und dann müssen wir uns um ein anderes Projekt kümmern. Ich bin mir noch nicht genau sicher, was. Aber wir brauchen auf jeden Fall Zeit, in dem die Maschinen arbeiten können und uns die Rohstoffe ranschaffen, damit wir mehr Maschinen bauen können. Also bis gleich.